Komm mal zur Ruhe. Das Ironside ist so bescheuert, Mann. Ich sehe ja nicht mehr meinen Ironside. Der diese Kamerawinkel gesetzt hat und Daisy ist auch... Da hinten läuft einer. Irgendwas ist da hinten in der Wiese lang gelaufen. Und es war, glaube ich, kein Zombie. Ist aber so schwer, die hier zu finden. Weil wir den wiederzufinden. Scheiße. Warum läuft denn der da hinten auf der Wiese? Verstehe ich gar nicht. Was will man denn da? So schwer, einen Tunnelblick nicht zu bekommen. Bei dem First Person. Good day. Stay a while and listen. Merlin, danke für den Follow. Hör ihn doch. Gehört, wie er gesteppt hat. Ist er im Haus drin? Oh ja. Ich weiß nicht, ob der alleine war. Kam mir nicht so vor. Wenn er das im Haus war, dann ist er das. Oben ist einer lang gelaufen, im Haus war einer. Hat mich aber überhaupt nicht gesehen, kann das sein? Er ist auch ein bisschen selber schuld, wenn ihr so eine Disco anzündet. Das ist ein sehr schöner Platz für First Person. Weil du dir endlich mal sicher sein kannst, dass keiner dich von hinten sieht. Mal gucken, was wir jetzt machen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann noch trinken. Ich würde auf jeden Fall noch ein bisschen warten, weil ich weiß nicht, ob der alleine war. Ich habe immer noch das Gefühl, dass da oben jemand auf der Wiese rumgegeiert ist. Da die meisten Leute nicht Daisy alleine spielen. Oder wissen, ob der jetzt immer noch in dem blauen Haus eventuell drinne sitzt. Eine Waffe hatte er auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob der auch Munition hat. Ich glaube, er war allein. Oder der Typ hockt immer noch in seinem blauen Gebäude und macht nichts. Das kann natürlich auch sein. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich kann ja mal fake looten gehen. Gucken, was dann passiert. Kann natürlich auch schief gehen. Oder wir gucken ins Haus rein. Was aber auch sehr gefährlich ist. Wenn er da wirklich irgendwo in so einem dummen... Kann er die Leiche sehen von Fenster eventuell?
Wenn er die Leiche sieht von dem Fenster, ist das richtig scheiße. So viele Möglichkeiten. Da war er drin. Puh. Das war gut geschossen. Sagt er, der Typ hat mehr die Geduld. Nein, mein ganzes Essen. RIP. Weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Daniel Biar. Ja, Daniel Biar ist ein extrem, extrem, extrem alter Mod, so gesehen. Der war noch, bevor ich überhaupt richtig angefangen habe zu streamen. Was mache ich denn jetzt mit dem? Am besten warte ich, dass er rauskommt. Weil wenn ich den da versuche einfach zu facen, während er einfach da drinnen sitzt, ist mega blöd. Mega dumm. Ich habe die Aufnahme nicht angemacht. Scheiße. Muss ich irgendwie auf dem Streamer irgendwie rausschneiden dann. Ist halt nicht die geilste Quali, aber bald bessere Leitung, bald bessere Quali. Ja, der Typ ist auch mega der Gammler, oder? Kommt der überhaupt aus seinem Haus raus? Stay a while and listen. Scavi, danke für den Follow. Ich face den auf jeden Fall nicht nochmal in sein Haus rein, da kann ich mal. Na gut, dass ich das mitgekriegt habe, ey. Hätte nämlich auch schon gut drauf gehen können, wenn ich da reingelaufen wäre oder wenn ich ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, ob der geguckt hat. Theoretisch da, wo der gerade drin stand, war Uber-Pussy-Mode, weil der hatte ja nicht mehr Fenster oder sonst was. Das war nämlich dieses komische Arzt-Ding da. Wo halt nur diese Supplies drinstehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hätte jetzt gerne eine Granate oder so. Oder auch nur ein Gegner, der sich wenigstens ein bisschen bewegt. Ein kompletter Legastheniker in Bewegung. Würde ich auch gerne die Leiche looten, aber ich habe Angst, dass er das sieht. Ich kann momentan auch nicht mehr wirklich viel riskieren, weil ich richtig low bin im Leben. Die Tür hinter mir zu, ja. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Typ da rauskommt so schnell. Geschweige denn, dass das ein Typ ist, der einfach mal so irgendwo langläuft und jemand umläuft. So schätze ich den nicht ein. Eigentlich will ich ja auch nur, dass er sich sicher fühlt, dass ich abgehauen bin. Aber ich weiß nicht, ob er mich auch eventuell hört, wie ich hier rumlaufe. Das könnte sein.
Meine Fresse, macht ein Geduldsspiel draus. Hier ist nichts passiert. Kann man sich hier draufstellen auf den Holzflock? Kann man da drüber gucken? Natürlich nicht. Warum auch? Das wäre ja praktisch und logisch. Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob der da immer noch drin ist, aber ansonsten hätte der bestimmt seinen Mate gelootet, oder? Wenn nicht. Aber da hinstellen zum Looten ist, glaube ich, Selbstmord. Ich könnte jetzt weggehen oder noch mehr Geduld beweisen. Oder das andere. Ich könnte natürlich auch mega ein Zelt aufschlagen hier oben. Oh, hier von hier oben sieht man gar nicht so gut, weil der scheiß Apfelbaum im Weg ist. Vielleicht habe ich ihn. Warum lag der eigentlich? Entweder ich habe ihn doch getroffen. Oh. Jetzt kommt er bestimmt nicht mehr raus. Was passiert, wenn man so einmal gegen die verdammte Taste kommt? Ey? Was ich halt gefragt habe, warum lag der Typ? Weil er das taktisch für klug befunden hat oder weil ich ihm die Beine weggeschossen habe? Wenn ich ihm die Beine weggeschossen habe, dann würde ich da auch nicht mehr rauskommen. Wäre blöd für ihn. Battle Royale Video. Ja, möchte ich mal wieder Battle Royale spiele. Battle Royale werde ich auf jeden Fall wieder mehr spielen, wenn sie die Erste Weltkriegsmod raushauen. Ja, das war fail, das stimmt. Passiert. Ah, die Leiche ist weg. Also jetzt hätte ich die Leiche gelootet, jetzt ist sie weg. Ich würde sogar gerne trinken, aber der Trinkbrunnen ist ja so mega offen. Mega blöd ist, aber ich muss trinken. YOLO. Da ist sie weg. Durstig, nämlich gleich. Das wäre das nächste Problem. Ich sehe wen. Ich sehe wen da oben. Ah! Ah! Nein! Hör auf! Hör auf! Hör doch auf! Ah! Lauf! Wieso macht er das jetzt nochmal? Ist er dumm? Ja, jetzt bin ich tot. Oh Gott. Aber das ist ein anderer Typ da oben im Wald. Das ist Safe Call ein anderer Typ. Ich muss auf ihn zulaufen, weil es keine andere Wege hier raus gibt. Shit. Alter, dass der mich dabei nicht getötet hat. Was ist das denn? Toll, Alter. Habt ihr ihn überhaupt gesehen im Stream? Der stand oben im Wald mit irgendwas, weiß ich, irgendein Gewehr. Und hat schön auf mich angehalten. Jetzt noch wüsste, wo der ist, ey. Das ist das richtig zum Katz-und-Maus-Spiel. Ich glaube, zum Bogen. Versuche mir hoffentlich oben im Wald zu holen. Ja, der immer noch oben rumgammelt. Weil die Leute in DayZ so mega Gammler sind, ist das ein gutes.
Ist gar nicht so unwahrscheinlich. Hauptsache, der sieht mich jetzt nicht, wie ich hier so ihn versuche zu umlaufen. Das wäre dann uncool. Aber hier oben auf dem Berg hat runter geschaut. Und das war definitiv ein anderer Typ. Aber ich weiß schon, warum ich First Person lieber mag. Das stimmt schon. First Person ist echt interessanter. Muss hier irgendwo auf dem Berg rumgammeln. Und ich glaube nicht, dass der einfach runtergedüst ist. Was ich mich frage, ist das jetzt ein Mate, den er zur Verstärkung geholt hat, oder war das jetzt reiner Zufall, dass der Typ da hier aufgetaucht ist? Also, das sieht wieder im Stream ziemlich beschissen aus, aber... Hold your horses. Sollte bald besser aussehen. In 3 bis 4 Wochen, hat Vodafone gesagt. Bin sehr gespannt. Oh, ich hoffe, der gammelt jetzt hier nicht so in der Tanne. Ich frage mich, was der geschossen hat. Ich habe halt nicht wirklich was gehört. Ich habe nur irgendwo mal so Einschläge gehört. Ich glaube, der ist hierher gelaufen oder so. Der war auch außer Atem. Und deswegen hat er auch nicht getroffen. Ich sehe so viele Bäume, es macht mich so nervös. Das Spiel macht einen überparanoid. Er muss von hier geschossen haben oder so. Oder von wo aus sieht man mich denn überhaupt? Von hier. Von hier hat er geschossen, genau von hier. Kann sich auch irgendwie in so ein Haus rein verzogen haben. Dann suche ich den jetzt ganz umsonst. Er ist eventuell in die Stadt. Emergency heads up on the way! Alexa, vielen, einfach vielen Dank. Einfach mal ein Trinkgeld reinschmeißen in der Action D. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass auch du meinen GTX 1080 Font unterstützt oder so. Mal gucken. Aber auf jeden Fall vielen Dank. Hat man mein ganzes Essen kaputt. Oh, hier. Siehst du, man muss sich nur beschweren in dem Spiel. Was sage ich? Essen. Dann kriege ich auch Essen. 45er ACP. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier essen sollte gerade. Hört man das? Sehr weit. Das hört man jetzt aber, glaube ich. Egal. Moin, Schlösser. Ja, und das Spiel sieht natürlich so ein bisschen schwarz-weiß aus, weil ich schon getroffen wurde. Und nicht besonders viel Leben habe. Weshalb ich natürlich auch deswegen extra noch so ein bisschen vorsichtiger umgehe. Ich gehe jetzt nochmal zu diesem Medic-Haus. Da kommt er doch! Wieso kommt denn der jetzt schon wieder von dem Berg runter? Habt ihr das kurz gesehen? Fuck. Der kam gerade den Berghang runtergelaufen. Safe call. Genau da ist er gerade runtergelaufen. Der hat mich auch gesucht, oder was? Das gleiche Spielchen halt nochmal. Oh, fuck it.
Das ist halt First Person. Das ist so schwer, jemanden überhaupt zu sehen, geschweige denn hier irgendwie auch ein Auge zu behalten. Lauf, 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 nicht so langsam. Also jetzt in die Stadt rein. Es ist so ein Krampf. Wo ist er? Er will irgendwie nicht richtig rein. Ich will nicht richtig an ihn ran. Nicht weit gekommen sein. Ich verstehe auch nicht, wie er schon wieder von da oben kam. Das ist ein neuer. Das ist unwahrscheinlich. Wenn sich da jetzt noch einer einmischt, ist definitiv unwahrscheinlich. Ich meine, vielleicht war das der Typ aus dem Medic House. Oh fucking knows. Langsam wird's mir zu viel. Ich sehe Gespenster. Nee, 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 nee. Habt ihr den nicht gesehen? Der kam safe call den Berg hier runter. Jetzt werde ich mir eine Aufnahme nochmal angucken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß ja nicht, ob man das im Stream wirklich erkannt hat, weil es wirklich nur so ganz kurz war. Und so ganz am Rand. Ja, ich habe die Haare kürzer, Steffen. Das stimmt wohl. Aber das ist eine ganz dumme Idee, hier unten lang zu laufen, oder? Hier ist so einfach, hat ihn gesehen. Waren keine. Drittes Team-Mädel. Vielleicht. Hoffentlich. Hier halt die Frage, was die jetzt machen oder was er jetzt macht. Jetzt auch einfach in der Stadt rumgeistert. Oder ob er immer noch seinen Berg da weiter begrabbelt. Ich habe so viel gerade getrunken, es hat nicht gereicht. Ich bin schon wieder durstig im Grunde genommen gleich. Kann ich aber nachvollziehen. Wenn ihr die ganze Zeit hin und her laufen muss und die Leute suchen muss. Also der Typ wird aus seinem blauen Haus mittlerweile verschwunden sein. Wenn er da immer noch drin rumcampt, dann kriegt er von mir den Orden für nie ein krassester Camper in-game. Was nicht heißt, dass ich reinlaufen möchte in das blaue Gebäude, ey. Aufnehmen. Ja, ich habe das Aufnehmen leider vergessen. Das heißt, ich muss das auf dem Stream rausschneiden. Dann sieht das leider nicht so nice aus, aber ist Pech. Ah, ist Pech. Ja. Ich weiß nicht, wie lange die Spielchen hier noch gehen soll. Kann ja gar nicht mehr. Also ich verliere jetzt langsam die Geduld. Weil ich hier eh relativ offen rumlaufe. Ich habe das Gefühl, dass er eher die ganze Zeit an irgendeiner Position rumgammelt, wo man ihn nicht so schnell sieht. Wir können mal über die Stadt gehen und von oben gleich da so ein bisschen runter gucken. Vielleicht sehen wir von da aus mehr. Wenn ich ihn gerade eben auch nicht nochmal gesehen hätte, würde ich auch sagen, dass der Typ weg ist. Ich hoffe, der hat keine Waffe mit Zoom. Das wäre ein definitives Problem. Ich hätte jetzt gerne eine Waffe mit Zoom. Und die Position hier oben ist gar nicht so scheiße, wenn man das so ein bisschen im Auge behalten will.
Cloni war einmal auf der Gamescom und nie wieder, war es dir zu voll? Kann ich gut nachvollziehen. Also mir wäre die Gamescom einfach zu voll, wenn das nicht so ein megares Massenspektakel wäre, wo man echt so gequetscht durch die Gänge läuft, fände ich es, glaube ich, ganz nice. Das wäre mir einfach zu viel Stress. Wenn ich den jetzt irgendwie in 10 Minuten nicht gefunden habe, dann gebe ich es auf. Also langsam wird es einfach nur noch blöd. Ah, da! Police! Habt ihr das gesehen? Fenster von der Police. Ah! Bleibt doch nicht stehen. Auf! Ich weiß nur nicht, ob er das jetzt war, aber ich habe Safe Call an der Police-Fenster gerade jemand gesehen. YOLO, ich halt da einfach so ein bisschen hin. Ah! Hey, so viele Zäune und so viel Buschwerk, ey. Vielleicht hat er es auch aufgegeben, ist deswegen... Oh. Alles irgendwie über ihn, obwohl ich irgendwie auf 50 Meter gesiedelt habe. Ne, unter ihn. Ja. Aber es waren 50 Meter. Ah, ist so scheiße mit der MP5 zu schießen. Okay, die sind zu zweit. Jetzt habe ich ein Problem. Rückzug! Das ist der Typ irgendwie, er hat irgendwie, was hat er da, eine Repeater plus der Typ mit der Pistole. Okay, die hocken nicht mehr auf dem Dach. Und die Frage, wo die jetzt sind. Meine Fresse, aber da haben sich auch zwei Gammler des Todes gefunden, ne? Ja, ja, klar, wenn der Typ mit der Pistole mich trifft, dann bin ich Matschepampe. Deswegen wäre es blöd, wenn ich da jetzt einfach reinlaufe und dann sterbe ich 100 pro. Ich meine, wenn ich da reinlaufe, nehme ich wahrscheinlich einen mit, aber ich gehe auch drauf. Und das ist meine Einschätzung der Lage. Gammeln die in dem scheiß Police-Ding rum, oder? Ich habe keine Lust mehr. Ich hab Hunger. Ich frage mich, wie lange ich jetzt warten muss, bis die Typen sich da wirklich rausbewegen. Ich könnte sie noch ein bisschen baiten, wenn ihr noch mal ein bisschen näher ran.
Größeren Gefallen kann ich denen auch nicht tun. Hallo? Hallo? Schade, dass sie nicht mit mir reden. Ich weiß, dass ihr da drin seid. Aber sie reden nicht mit mir. Mal gucken, wie das jetzt noch ausgeht. Nee, viel Muni habe ich nicht mehr. Das ist noch das 15er Magazin. Dann ist vorbei. Das ist halt definitiv Problem. Aber ich habe auch von nirgendwo irgendwie wirklich einen gescheiten Winkel. Und mit der MP5 irgendwie über große Entfernung zu schießen, ist sowieso scheiße. Kann jetzt hier nochmal so ein bisschen an der Straße rumalbern. Also vielleicht sind sie ja mittlerweile draußen. Aber das glaube ich nicht, du. Denn hier könnte ich theoretisch einfach warten, bis sie rauskommen. Wenn sie da rauskommen, höre ich die Tür. Wenn sie vorne rauskommen, kann ich sie einfach wegschießen. Ich verdurste bald, ne? Ich kann ja draußen da trinken, da ist doch nochmal ein Brunnen. Theoretisch verdurste ich hier nicht, ne. Ja, die Frage, was mit denen ist. Die Tür hinter mir zumachen, ist hammerlaut, das hörst du. Nicht so intelligent. Wie gesagt, wenn die da drinne sind, kommen die eh nicht zu mir. Und wenn sie jetzt so ein Dritter hier vorbeikommt und dann in mein Haus läuft, ja gut, dann ist drauf, dann ist halt scheiße gelaufen. Da vorne war Emergency Bewegung. heads up on the way! Grundstock für den Kloni private Dance. Oder die GTX 1080, je nachdem, was zuerst eintritt. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank, Trooper. Da hinten ist einer gelaufen im Hinterhof. Ich glaube, die sind rausgelaufen. Zumindest ist einer von denen. Vielleicht laufe ich den jetzt voll in die Fresse. Beweg dich. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Nein, ich habe hier Bewegung gesehen, aber ich kann mich auch geirrt haben. Aber wenn laufen die auch da hinten raus und suchen eventuell hier hinten nach mir. Wie lange geht der Kampf hier eigentlich schon? Wie lange betteln wir hier schon? 20 Minuten, eine halbe Stunde? Cloni will da nur seinen Private Dance haben, deswegen freut er sich so. Ist dunkel? Sonne kommt mir auf jeden Fall so mega in die Fresse. Ich habe Angst, dass die irgendwie in so einem Haus stehen oder so.
noch nie so lange ein Versteckspiel mit irgendwie zwei Leuten gehabt, ey. Das ist auch echt auch wieder fast einzigartig. Das Gute ist, dass die halt nicht mit Third Person irgendwie darüber gucken könnten. Dass sie, wenn schon, da irgendwie richtig ans Fenster kommen müssen, um auch zu gucken. Ja, vielleicht haben sie sich auch einfach verzogen. Ich gehe da jetzt auch einfach rein, ist mir egal. Ich meine, ich könnte jetzt noch länger warten, ich könnte weggehen, was... So. Wenn das jetzt hier alles kein Ende findet, dann weiß ich auch nicht. Gott, da habe ich jetzt einen Puls von 180. War das die ganze Zeit derselbe? Wo ist denn seine verkackte Maus hin? Da, okay. War die jetzt auf dem Rücken? Ja. Vielleicht war das doch nur eine Person mit Pistole. Aber die haben so schnell hintereinander geschossen, oder nicht? Da ist alles kaputt. Ich glaube, das war's. Ich glaube, es hat ein Ende gefunden. Oh. Scheiß die Hunter, ey. Wir haben jetzt 5 Schuss und die Maus. Und ich weiß nicht, ob da noch. Da sind wahrscheinlich auch noch Sachen reingeladen. Ist hier auch noch was drin? Passiert nicht. Weiß dich mal weg, dafür haben wir keine Munition. Hier ist auch noch, die ist noch voll. Nice. Ah, ich glaube, das war's. Meine Fresse. Da muss man jetzt aber auch echt Geduld mitbringen, weil wenn er noch ein Mate hat, dann ist er weg. Oder die haben sich aufgeteilt oder sonst was. Wenn man nicht glaube. Ich glaube eher, dass der Typ einmal mit der Mosin und einmal mit der Pistole geschossen hat. Was kam mir so vor, als von der Police erst der Typ von oben geschossen hätte und dann jemand mit einer Pistole geschossen hätte. Und das ziemlich schnell. Waren safe 2, ja. Ich meine, die Person, die im Krankending da gelegen hat, plus die Person, die oben auf dem Berg stand, das waren ja, glaube ich, auch ziemlich sicher 2 verschiedene. Und wir können uns jetzt nochmal 1-2 Minuten hier umgucken. Vielleicht finden wir den hier noch. Vielleicht kommt er noch vorbei. First Person kriege ich voll die Paranoia. Aber der müsste ja jetzt wissen, wo ich bin, weil der ja weiß, wo sein Freund abgeknallt wurde. Aber es sieht nicht so aus, als ob der hier irgendwo in der Nähe ist. Und es sah auch eher so aus, als ob er jetzt gehen will. Auch wenn er dafür ziemlich langsam unterwegs war, oder nicht? Es ist nicht so, als wenn er jetzt straight komplett weggelaufen wäre. Er hat hier ziemlich lange rumgebummelt.
Da habe ich ihn ja schon ziemlich früh gespottet. Der andere ist noch immer in der Police. Boah. Ja, wenn der andere immer noch in der Police rumgammeln würde, das wäre echt ein mega Pain in the ass. Ja, ich würde es ihm zutrauen, aber. Da hat er ja schon. Wenn der Typ in der. Wenn das nicht derselbe ist. Sag mal, ich für einen Rucksack. Was hat der für einen Rucksack? Ja, passt schon. Wenn das nicht derselbe ist aus dem Medic-Häuschen. Dann ist der andere, also der Medic-Typ immer noch in der Police. Dann kriegt er sowieso den Orden von mir für den größten Camper der Welt. Wenn er da immer noch rumgammelt. Das glaube ich nicht. Auch nochmal in seinen Rucksack, aber da war nichts, das war alles kaputt, glaube ich. Rucksack von ihm müsste komplett, also nur noch Schrott sein. Ja, mein das Ding, ich weiß nicht, ob das Zeug da drin überlebt. Ich kann es mal auf den Boden werfen. Oh, nice. Wohin damit? Okay. Das war gut, dass ich da nochmal hingegangen bin. Vielen Dank. Warte, jetzt würde ich sogar echt doch lieber gern den Rucksack haben, weil dann kann ich nämlich den verkackten Revolver da sogar noch mitnehmen. Obwohl, nee, der ist im First Person richtig scheiße, der Rucksack. Den Rucksack siehst du nämlich mega gut. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Warte, was habe ich jetzt hier? Winchester, 45er ACP. Okay, von allem so ein bisschen was. Halt nicht wirklich. Allgemein habe ich nicht viel Platz. Ich könnte die MP5 wegwerfen, weil ich habe dafür eh nicht mehr viel Munition. Oder ist das eigentlich. Warte. Mal kurz Loot Tetris spielen. So. Dann kann man nämlich das Ding noch mitnehmen. Für das Ding haben wir nämlich auch Munition. Okay. Das ist schon viel besser. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Perfekt. Jetzt haben wir sogar eine Nahkampf- und theoretisch eine Fernkampfwaffe. Problem ist, dass die Fernkampfwaffe noch keinen Scope hat. Ja, aber ich glaube nicht mehr, dass der noch kommt. Gut. Soll ich wirklich noch in die Police reinschauen? Wollt ihr wirklich, dass ich da noch reingucke? Mein Leben nochmal riskiere? Nur um die Police reinzugucken? Ja, und mit dem Rucksack kannst du nicht nach hinten schauen. Mehr First Person. Ich sag ja, der Rucksack, dieser Leuchtturm-Rucksack ist ein First Person. Mega kacke. Ich meine, wir können jetzt unbedingt, wenn ihr unbedingt wollt, okay, ich schaue jetzt nochmal kurz in die Police für euch. Wir können unser Leben nochmal aufs Spiel setzen. Aber danach muss ich mal auf. Ich hab Hunger. Ja, die Glock brauche ich ja im Grunde genommen nicht, weil die Glock dieselbe Munition verschießt wie meine MP5. Was soll ich mit der Glock, wenn ich eine MP5 schießen kann? Die Glock schießt ja nur langsamer. Also ich finde die MP5 schon ein bisschen effektiver als die Glock. Auch wenn die Glock gar nicht so scheiße ist. Weil die MP5, die sprayt halt wie so ein Weltmeister. Wenn der hier irgendwo im Raum steht, bin ich so tot.
Könnt ihr die Gebäude nicht mal allgemein irgendwie so einen Meter breiter bauen, dass man auch irgendwie so gescheit von rechts nach links laufen kann? Ich glaube, der ist aber hier gar nicht. Wenn er hier mal war, ist er weg. Oder er gammelt wirklich hier irgendwie. Nicht da. Nochmal Glück gehabt. Nimm das Ding mit. Nimm. Take. Dann nicht. Vielleicht ist ja noch irgendwo MP5-Munition oder so. Das glaube ich nicht. Nicht so aus. Türgeräusche. Ja, die Türgeräusche, das war ja ich. Über die Türen auf und zu gemacht. Also ich habe zumindest keine Tür gehört, die nicht ich gewesen bin. Warte mal, hier hätten wir einen besseren Helm. Na? Ich kann hier nichts aufheben in dem Scheißding gerade. Egal. Weil das Ding ist sogar zugeschlossen. Haben die das zugeschlossen oder war das schon zugeschlossen? Weird. Gut, das war heute eine richtig gute Runde. Obwohl, ja gut, jetzt zum Ende war es nochmal eine richtig gute Runde. Davor war es so, okay. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns spätestens, denke ich, am Wochenende wieder. Morgen eventuell mit Fallout oder so. Ich weiß es nicht. Morgen ist noch kein Wochenende, ne? Nee, morgen ist Donnerstag.